die Lohnstückkosten sich in Deutschland ab 2004 sehr viel geringer entwickelt haben, sehr viel geringer gestiegen sind als in anderen Ländern. Das hat dazu geführt, dass Deutschland enorme Exportüberschüsse ins europäische Ausland realisieren konnte, was umgekehrt mit dazu beigetragen hat, dass Länder wie Griechenland, Spanien, Italien in die Krise gekommen sind. Das wird auch breit diskutiert, weil es im Grunde auch gegen die Konstruktion der Europäischen Union verstößt und man von einer etwa gleichartigen Entwicklung dieser Kostenstrukturen ausgegangen ist, um das Ganze, um auch den Euro stabil zu halten. Und das verschafft Deutschland eine günstigere ökonomische Situation. Zunehmend wird auch offen sozusagen über so einen neuen Imperialismus gesprochen. Und das ist nicht mehr nur eine Debatte jetzt in linken Kreisen, sondern wenn Leute wie der luxemburgische Außenminister, der niederländische Außenminister das anmahnen, wenn der Arbeitsminister von Frankreich sagt, in Deutschland müssen die Löhne endlich steigen, dann sieht man, welche Dramatik das auch bekommt. Und das schlägt sich halt auch in der Art und Weise nieder, wie die Krise verarbeitet werden konnte, weil Deutschland eben mit Abstand die meisten Mittel zur Verfügung hatte, als es dann 2008, 2009 tatsächlich zu einem kurzen, tiefen Einbruch der industriellen Produktion kam, das zu überwinden. Die konnten also mit Abwrackprämie und Verlängerung von Kurzarbeitergeld nach außen hin das erstmal relativ stabil halten. Aber könnte man ketzerisch nicht auch sagen, die anderen Länder hätten auch bereits vor 10 Jahren mit Hartz-IV-Reformen beginnen sollen und die gleiche Politik fahren, dann wären sie heute am Stand Deutschlands. Oder geht diese Argumentation nicht auf? Die Frage ist, warum sie es nicht konnten. Gewollt hätten sie sicherlich auch. Es gab ja auch ähnliche Ansätze. Bemerkenswert an Deutschland, wenn man es mal im längerfristigen Vergleich sieht, ist ja, dass sie eigentlich so lange gebraucht haben, um so eine radikale Reform des Arbeitsmarktes und des Sozialstaates durchzuführen. Interessanterweise war es erst möglich, als wir eine rot-grüne, also von SPD und grüner Partei geführte Regierung hatten, weil was der CDU-Regierung früher nicht gelungen war, der was sich nicht getraut hatte, so massiv an die sozialstaatliche Absicherung von Arbeitslosen zum Beispiel ranzugehen, das hat sich dann diese rot-grüne Koalition getraut und ist umgesetzt, diese Agenda 2010 von Schröder. Dadurch kam es zu so einer ungleichzeitigen Entwicklung. Und ich denke einfach, wenn wir zum Beispiel nach Frankreich gucken oder auch Spanien, waren da die Proteste zu groß. Das hätten sie so nicht machen können. Für deutsche Verhältnisse ist es zu einer extremen Spaltung des Arbeitsmarktes gekommen. Das erklärt auch sicherlich die ganze Frage, warum es hier nicht so viele Kämpfe gegeben hat. Dass nämlich auf der einen Seite eine zwar schrumpfende, aber doch stabile, sagen wir mal, Mittelschicht von Stammbelegschaften, also in den großen Autobetrieben, keine drastischen Verluste erlitten hat. Aber das Ganze wird unterfüttert von einem zunehmend größer werdenden Sektor der prekarisierten Arbeit, der von migrantischer Arbeit, illegalisierter Arbeit, die teilweise zu Stundenlöhnen von 4, 5, 6 Euro das sozusagen kompensiert, aber in dieser Spaltung erstmal eine unglaubliche Schwächung auch liegt. Und wir hatten zum Beispiel, als es diesen Einbruch 2008 in der Industrieproduktion gab, in ganz kurzer Zeit eine Entlassungswelle von Leiharbeitern in der Größenordnung von 400.000, 500.000 Menschen in der Industrie. Und das hat zu so gut wie keinen Protesten geführt, eben weil es Leiharbeiter waren. Sie waren unsichtbar, man hat das gar nicht groß diskutiert. Du erklärst, dass in anderen Ländern der Protest, der Widerstand dazu geführt hat, dass die neoliberalen Maßnahmen nicht gleich stark durchgesetzt werden konnten als in Deutschland. Also beispielsweise eben der Kahlschlag in den Sozialwerken konnte nicht gleich intensiv geführt werden wie in Deutschland und andererseits auch eben auf temporäre Leiharbeiten zu setzen und die Kernbelegschaften angreifen und abbauen. Auch dieses Phänomen scheint sich in Deutschland viel einfacher durchgesetzt zu haben. Inwiefern sind daran auch die deutschen Gewerkschaften schuld? Ich denke, die deutschen Gewerkschaften mit ihrer mehr oder weniger rechtlich fixierten Monopolstellung als Repräsentanten der Arbeiterinteressen haben eine große Rolle gespielt im Verlauf dieser Krise, bei der Befriedung von Konflikten, die es ja sehr wohl gab, die sich aber nicht ausbreiten konnten. Und der Glücksfall in Anführungszeichen für den deutschen Staat war es, dass als die Krise ausbrach, es eine große Koalition gab.
also eine Regierung war eine von CDU und SPD geführte Regierung. Und die hat auch sofort deutlich gemacht, Angebote an die Gewerkschaftszentralen, wir holen euch ins Boot. Also es gab gewissermaßen einen großen nationalen Konsens, wir lösen diese Krise sozial friedlich im Sinne der deutschen Wirtschaft. Und auch von Industriesoziologen wie Klaus Dörre, die eigentlich in den letzten Jahren auf eine kämpferische Gewerkschaftspolitik gehofft hatten, auch die mussten dann feststellen oder schreiben heute, dass in der Krise die Gewerkschaften eigentlich nach, man kann sagen, nach rechts gerückt sind oder noch stärker an den Staat herangerückt sind. Das habe ich in Unterstützung von kleinen Protesten in meiner Region, also im Köln-Düsseldorfer Raum, selber hautnah miterlebt. Sie haben sich sehr aktiv daran beteiligt, solche Proteste sehr schnell zu dämpfen, sozialfriedliche Regelungen über Sozialpläne zu finden, wo eigentlich die Arbeiterinnen und Arbeiter, die da betroffen waren, sehr wohl kämpfen wollten, streiken wollten. Und ich sage mal, die Kämpfe sind nicht einfach ausgeblieben, sondern es wurde auch sehr viel dafür getan, dass es zu keiner Ausbreitung von Kämpfen kam. Es gab eine ganze Menge Proteste gegen Entlassungen, Verschärfung von Arbeitsbedingungen. Und das wurde halt immer relativ schnell sozialfriedlich gelöst. Und es wurde auch viel dafür getan, dass es da keine Verbindungen gab. Das wurde genau verhindert. Und man wollte lieber dieses auch nach außen dieses Bild transportieren. Nein, wir kriegen das alles gelöst. Und wenn es da mal kleine Konflikte gibt, dann kriegen die Leute halt irgendwie eine Abfindung mit Sozialplan. Also es wurde ganz bewusst auf eine befriedete Krisenlösung gesetzt. Und es hat zwar jetzt in den letzten Jahren ein paar ganz interessante Streiks, vor allem von Verdi am Flughafen und so, gegeben. Aber wenn wir uns gerade die Tarifrunde dieses Jahr in der IG Metallindustrie bei der Post und so weiter angucken, wo es kurze Warnstreiks gab und aber alles darauf hindeutet, man wollte auf keinen Fall irgendwie in größere Streikbewegungen rein und hat dann sehr schnell Abkommen gefunden, die das Ganze geregelt haben. Verlassen wir jetzt zum Abschluss dieses Gesprächs die Situation in Deutschland und versuchen wir nochmals einen Blick auf die weltweite Krise zu richten. Bei den Wirtschaftsexperten und Expertinnen, die sich in den herrschenden Medien äußern können, irgendwie herrscht viel Unklarheit, wie es weitergeht. Irgendwie die Prognosen werden laufend immer wieder angepasst, oft gegen unten. Ich weiß, man scheut ein bisschen diesen Blick in die Zukunft, aber welche Auswege auf diese Krise sind derzeit denkbar? Also bei den Leuten, die Bescheid wissen, bei den Ökonomen, den Bankexperten und so, ist es ein offenes Geheimnis, dass sie da auf einem Pulverfass sitzen, was sie zurzeit notdürftig mit hektischen Maßnahmen der Geldversorgung, sie pumpen unglaubliche Mengen billiges Geld in die Märkte, in die Finanzmärkte, dass es ein höchst fragiler, instabiler Zustand ist. Nach außen wird dieses Bild transportiert, ja, wir haben es im Griff, wir können das regulieren, aber bei den Ökonomen ist völlig klar, dass da ist nichts gelöst, die ganzen Ungleichgewichte sind völlig offen. Das größte Problem ist eben dieses Ungleichgewicht zwischen China und den USA. Der Dollar, der nach wie vor eine stabile Reservewährung der Weltwirtschaft zu sein scheint, nach wie vor werden 70, knapp 80% des Welthandels in Dollar abgewickelt, der stützt sich im Grunde zunehmend nur noch darauf, dass aus den chinesischen Exportüberschüssen Staatsanleihen gekauft werden, die diese scheinbar unbeschränkte Verschuldung der USA weiter möglich machen. Das wissen alle, das ist aus verschiedenen Gründen absolut instabil. Es gibt zurzeit eine große Debatte innerhalb von China. Der Massenkonsum muss dort steigen. Wir haben seit 2010 zunehmende Kämpfe in China. Und man hat es auch beim Regierungswechsel letztes Jahr, beim Parteitag der KP China gesehen. Diese Frage steht im Mittelpunkt, wie können wir dieses soziale Pulverfass unter Kontrolle bekommen. Und andererseits ist die Frage, wenn es tatsächlich jetzt zu Lohnsteigerungen kommt, was auch der Fall ist, dann droht natürlich diese Symbiose zwischen den USA und China, an der momentan die Stabilität der Weltfinanzarchitektur klebt, zusammenzubrechen. Und wir können jetzt schon auf bestimmte Bewegungen beobachten, zum Beispiel diesen Vorschlag der BRICS-Staaten, also dieser emporkommenden Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China, zu sagen, wir machen eine eigene Bank als Alternative, als Gegengewicht zum IWF oder zur Weltbank. Wir überlegen unter anderem eine eigene Währung für unseren Wirtschaftsraum zu schaffen. Also daran sieht man, es ist klar, dass sich dieses Weltfinanzsystem so nicht wird halten lassen. Möglicherweise in dem nächsten großen Crash, der absehbar ist, werden alle diese Fragen auf der Tagesordnung stehen.
Und dann, wenn man es mal historisch vergleicht, ist natürlich die Frage, gelingt es dann ad hoc sozusagen eine neue Regulierung zu schaffen? Oder wird das passieren, was nach 29 in der großen Weltwirtschaftskrise am Anfang des 20. Jahrhunderts passiert ist, dass erstmal die Staaten in Protektionismus flüchten, der Welthandel zusammenbricht und wir so eine unter Umständen lange Phase der völligen wirtschaftlichen Destabilisierung reinschlittern? Und gut, dann ist natürlich auch die Frage, wie sich im Zuge von so einer Krise, die absehbar ist, dann die Kämpfe entwickeln, wo Regierungen unter Druck gesetzt werden, ob es möglicherweise einen neuen Internationalismus von Kämpfen gibt, der über nationalistische Lösungen, die dann natürlich auch aus populistischen Gründen immer gehandelt werden, eine andere Perspektive weisen kann. Ich denke, ich kann nicht sagen, dass ich wirklich sehr hoffnungsvoll bin, aber es gibt auch einige hoffnungsvolle Anzeichen, dass die Art und Weise, wie sich die Kämpfe dem Beginn der Krise 2007 global entwickelt haben, über das hinausgehen, was zum Beispiel in der Krise 1929, 1932 passiert ist. Weil einfach diese Gleichzeitigkeit, die wir erleben, von den Food Riots 2008 über die Revolutionen im arabischen Raum 2011 in Tunesien, Ägypten und so weiter, über die Streikbewegungen in Südafrika, über die großen Streikwellen in Bangladesch vor allen Dingen, in Indien und in China, dass sich diese Gleichzeitigkeit und diese Kondensierung von Kämpfen abhebt von dem, wie es sich früher entwickelt hat. Und man könnte mal so salopp sagen, wir sind auch ein paar Menschen mehr geworden auf der Welt. Und die Frage einfach, wer diese Welt von 7 Milliarden Menschen noch regieren will, die ist völlig offen. Und vielleicht besteht darin die Perspektive, dass die 7 Milliarden Menschen sich auch mal selber regieren können.